Schön. Sehr schön gespielt, ja. Da ging es jetzt mal richtig schnell über Maiola. Maja ist Wahnsinn im Angriff. Denn wenn du dem den Pass in der richtigen Höhe gibst, glaube ich, kann ihn kaum jemand stoppen in der Bundesliga. Spielt er jetzt auch schon einige Jahre. Ja, heute ja auch die Partie gegen sein Ex-Team. Ja. Also auch für ihn heute. Ich glaube, extra motiviert. Genau. Immer so ein bisschen die Vorgeschichte kennt oder nicht kennt. Oh, schöner Block. Jetzt gleich noch hinterher. Ja. Wir reden gerade von ihm. Ich wollte gerade sagen, er war früher im Block immer noch ein bisschen Probleme gehabt, aber hat sich da auch wirklich gemacht. Sehr, sehr, sehr guter Blockspieler auch geworden. Und gut gelesen und schnell die Hände rüber und schön gerade. Obwohl er es eigentlich nicht müsste, er ist hoch genug. Aber irgendwie ist er da öfters mal auf der Linie. Richtig starker Aufschlag jetzt. Oh. Was für ein Block! Ja, das ist... war ein sehr starker Block. Schön gerade, schön rübergegriffen, da sieht man es. Und, ja. Und ich muss auch sagen, diese Präsenz, gerade auch im Blockspiel, hat mir vor allem im Dünenspiel gefehlt. Ich weiß nicht, ob du es dir angeschaut hast. Hast du es gesehen, das letzte Auswärtsspiel? Da war das ein Element, was gefühlt nicht da war, auf Herrschings Seite. Und auch alle auf dem Netz. Ich glaube nicht. Oh, wieder Block. Ja, Maja ist da heute. Maja, der ist Maja hat Bock. Maja hat wirklich Bock. Ja. Das war jetzt der dritte Block. Dritte Blockpunkt, genau. Dritter Block und ein Angriffspunkt. Also ja. Auch gut von Theo gelöst da. Eine gute Blockarbeit. Abgefischt. Ja. Schöner Angriff von Philipp dann. Finde ich gut, dass solche Bälle auch in der Abwehr drin gelassen werden. Also ich weiß noch, früher wurde oftmals sowas rausgenommen, aber lieber lässt man einen Ball mehr laufen und hat dann eben einen schönen Ballwechsel, bevor man dieses alles abzeigt. Jory Manta weiter am Aufschlag. Ein bisschen raus, perfekte Annahme. Da ist Jakob eigentlich da. Da hätte auch jetzt auch ganz dunkel werden können. Aber Maja noch gerade so unten durchbekommen in den Briefkasten. Springt da voll mit ihm. Ja. Ja. Schöne Annahme. Und da ist Maja wieder da, aber gute Sicherung. Der nächste Spieler da. Hat er kurz vergessen, wo die Position 4 ist. Ich dachte eigentlich, das macht nur noch Herrsching, solche Sachen, laut dem letzten Video. Aber hat er auch mal kurz die Orientierung verloren. Uiuiui. Ja, und Erik muss schauen. Aber da ist der Libo auch schon fast wieder dran. Und ich glaube, den hätte er fast wieder abwehren können. Also, war ein schöner Angriff, aber... voll das, aber ja, wenn sein T-Shirt noch anhat. Ja, wieder die Chance jetzt. Wow. Ah, schön schnell gespielt. Ja. Jetzt muss Ita mal eigentlich die Auszeit nehmen. Sehr spektakulär. Das reicht natürlich dann. Wenn du nicht sauber bist im Block, dann reicht das. Den probiert er nicht mal. Da ist er alt genug und erfahren genug. Hätte ich gerne einen Heckbagger gesehen vom Noah, aber ja. Wir wollen ja auch, dass er noch weiterspielt. Nicht, dass er sich da verletzt. Oh, schön. Auch ein bisschen zu flach, aber sehr schöne Annahme. Da ist die richtige Antwort. Wieder zwei vor. Ein guter Aufschlag, aber sehr schöne Annahme. Das ist die richtige Antwort.